Große Rückkehr verfassen. Sie wird lachen, wenn ich ihr erzähle, was du getan hast. Schön, dich zu sehen, Katja. Ja. Eines Tages würde ich gern ein Sakru sehen. Mir ist egal, was Sie sagen. Es war ein guter Witz.
Ich dachte, hierher zu kommen, würde mir Mut machen, aber es bringt nur unerwünschte Erinnerungen. Seit die Himmelsmenschen hier sind, haben wir wohl alle solche Erinnerungen. Ja, genau wegen der Himmelsmenschen mache ich mir Sorgen. Mein Bruder Wohl, seine Frau, hatte einen Unfall. Ich war dort, als sie starb. Aber ich habe es ihm nie gesagt. Ich bin so feige. Er sprach von der Wiese, wo sie sich kennengelernt haben, dem purpurroten Wald. Die Himmelsmenschen haben da eine Basis. Ich fürchte, er ist dort. Ich finde ihn vor Ihnen. Das würde ihm sehr helfen, aber er ist zu stolz, um es zuzugeben. Die Wiese ist über den Fluss beim Steinwolkental und dem purpurroten Wald. Wir haben eine viel bessere Ausrüstung als das. Ich wünschte, Uwol würde sich mehr um andere bemühen. Hol sie dir, Katir! Ja. Oh.
Du, ich habe beobachtet, wie du sie überfallen hast. Ich hatte dasselbe geplant. Das war mir bewusst. Ich wollte sie loswerden. Ich dachte, Ewa hätte mir den Wunsch erfüllt. Aber dann habe ich dich gesehen. Hat dich der jammernde Hasdu geschickt. Die naseweiße Famuk. Beide. Ja, egal. Die Himmelsmenschen sind weg. Früher war das ein friedlicher Ort. Hier habe ich meine Frau getroffen. Wenn ich zornig war, pflückte sie hier Blumen und sagte, ich dürfe erst wieder meckern, wenn sie verwelkt waren. Dank ihr war ich ein besserer Mann. Sie ist jetzt bei Ewa. Hier, für dich. Offensichtlich gehst du gern jagen. Ich habe keine Verwendung mehr dafür.
Ja.
Los, Katir! Ja, ja! Ja. Ja. Thank you.
Ich habe letzte Nacht geträumt, ich würde über Baumspitzen gehen. Was könnte das bedeuten? Es gab mal eine Geschichte über einen Helden, der auf Bäumen gehen konnte. Ich weiß nicht mehr, was passiert. Du brauchst etwas, nicht wahr? Sei wachsam. So viele von uns sind noch immer nicht in die Höhlen zurückgekehrt.
Sieh dich in den Höhlen, in den Lagern oder im Wald um, damit sie den Weg zurückfinden. Mokassa hätte sie weggeschickt. Da bist du ja. Du machst dir also Sorgen um mich? Nein, nein, gar nicht. Ich meine, ja, habe ich. Hast du den Zaren zugeschickt, um auf mich aufzupassen? Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Du schienst traurig, als wir das letzte Mal sprachen. Verstehe. Du hast mir bei einer wichtigen Sache geholfen und dafür bin ich dir sehr dankbar. Gut, dass Uwol deine Sorgen zu schätzen weiß. Hat er sich gerade bei mir bedankt? Das gab es ja noch nie. Ich war dort, als der Sarentu hereinkam. Mutig wie ein Sturm bist, dieser Sarentu. Wie schön es... Nun... Was möchtest du denn? Viel Glück beim Kämpfen. Wir brauchen... Wir sollten uns bald ans Feuer setzen. Oh ja, du kannst zu... Wovon kann ich mich trennen? Bis bald. Du brauchst etwas, nicht wahr? Sei wachsam. Ich hörte, Mokassa hätte sie weggeschickt.
Satne hat die Höhlen besucht und alle Jäger hatten große... So viele von uns sind noch immer nicht in die Höhlen zurückgekehrt. Sieh dich in den Höhlen, in den Lagern oder im Wald um, damit sie den Weg zurückfinden. Er wollte Anufi sehen. Klingt verdächtig. Du besitzt nicht die Anmut der Sarentu, die ich einst kannte. Aber es wird schon reichen. Ich sehe, du bist bereit für die Rückkehr. Dein Herz ist entschlossen. Eine bemerkenswerte Entschlossenheit zu heilen, das muss ich erst wieder lernen. Mich so um meine Leute zu kümmern, wie du es tust. Sorge dich nicht um deine Freunde. Die alten Wege werden sie erneuern. Wie kann ich helfen? Ich hole meine Werkzeuge, doch dich lockt die Jagd. In diesem Gebiet leben mehr Hirsche. Ihr Leder und ihr Fleisch sind fürwahr sehr nützlich, doch das Fett dieser Wesen ist ein wahres Geschenk. Der Hirsch muss friedvoll aus diesem Leben wandern. Glaubst du, die Himmelsmenschen kommen aus einer Welt aus Metall und Rauch? Das ist die alte Freude. Priya, die Kamettiere wollen uns helfen. Ihre Zahi ist unterwegs zu euch. Anufi. Sie kommt hierher? Jetzt? Oh, das ist großartig. Wir halten hier durch. Primella und Nor sind nach Vorräten suchen gegangen, aber... Ich bin auf dem Rückweg. Ich muss nur etwas für Anufi finden. Es gibt ja eine bestimmte Tierart. Sie sagt, die kann helfen. Das hoffe ich. Viel Glück da draußen.
Danke für die Gaben. Ich verspreche, ich nutze es gut. Du wirst viele Leben retten. Anufi. Klar, natürlich. Sie ist sehr außergewöhnlich, oder? Sie kam hier so reingeschwebt. Total majestätisch. Sie hält uns wohl für ziemlich stümperhaft. Sie hätte unsere alte Basis sehen sollen. Diesmal wird es anders. Es geht bergauf. Also bis bald. Pass da draußen auf dich auf, ja? Sie verbringt verdammt viel Zeit in diesem Linkbett. Soll ich etwa glauben, das würdest du nicht, wenn du die Chance hättest? Ganz ehrlich, ich würde reinspringen und den Deckel zuschweißen lassen. Aber ich habe Angst, dass es falsch rüberkommt. Hier, sieh dich gerne um. Pass gut auf dich auf. Ich glaube, Solek ist sauer auf mich. So schaut er doch immer. Nein, im Ernst, ich hab... Du brauchst was Neues. Lass dich nicht zerstückeln! Ich habe ihn nicht nur gesehen, ich saß drauf. Du saßt auf einem Sack. Es fehlt mir einfach, schwimmen zu gehen. Und die Sessua haben dich Cowboy-Spiel? Ah, das Fett. So schön dick und weich. Eine Heilsalbe, die Verbrennungen lindert. Sanft, aber wirkungsvoll. Raumwanderer. Ich kenne dich. Du brachtest Himmelsmenschen und nahmst unsere Kinder. Ich sah dich.
in Mukasas Erinnerungen. Er hat euch zu den Sarentu geleitet, um sie zu töten. Nein. Nein, nicht um sie zu töten. Alma, du warst da? Brachtest Mercer zu uns? Mercers Schule. Das Telos-Programm. Es sollte Leben retten. Na'vi und Menschen. Ich wollte nur helfen. Du hast unser Leben gestohlen. So wie alles andere auch. Ich wollte sie stoppen. Ich... Nein! Weg von mir! Lass es bluten. Werde nicht zu dem, was du hast, Nur. Hör zu. Es muss sterben! Lass sie sprechen! Warum? Sie ist schuld an allem Leid, an jedem gebrochenen Knochen. Hat unsere Familien getötet. Aha, nie! Ich wollte nie töten. Dann erklär dich. Wir wissen es! Das wolltest du, oder? Rache an den Menschen. Rache? Das ist keine Rache. Du kannst nicht klar denken. Wo soll das enden? Das sind unsere Verbündeten. Sollen alle sterben. Du musst die Wahrheit sehen. Bitte. Der Kreis der Ahnen kennt die Vergangenheit. Gehe mit Ewa durch die Erinnerungen, bevor es zu spät für dich ist. Ich habe alles gesehen. Gut. Es ist endlich Zeit für die Wahrheit. Ich bin bereit. So düster. Erinnerungen, die ich vor langem weggesperrt habe. Vor mir selbst. Vor dir. Meine Schuld. Es ist eine Schande für mich. Aber ich muss die Wahrheit sagen. Endlich. Ich erinnere mich. Es war aufregend. Endlich die Sarentu zu treffen. Ich sagte mir, dass wir etwas Gutes taten. Doch es endete anders. Sehe den Weg nicht. Hilf mir. Entzünde die Signalfeuer für meine Erinnerung. Dass ich hier die Sarentu finde. Aber... Hey, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir wollen doch nur reden. Brauchen wir so viele Soldaten? Das ist unsere letzte Chance. Sie verstehen einfach nicht, was wir für ihre Kinder tun können. Es geht um die Kinder. Exakt. Wir können viel erreichen. Endlich. Hier war es früher so schön. Und dann kamen wir.
aus meiner Vergangenheit. Schatten. Ich sehe sie. So viel Leid. Ich brauche mehr Licht. Mit ihnen reden! Was tust du denn? Lass sie nicht weg! Im Wald finden wir sie nie! Wame Alepho! Wame Alepho! Harding! Keiner darf raus! Ich gab immer vor, nichts zu wissen. Das war eine Lüge. Ich wollte Ruhm. Anerkennung. Um jeden Preis. Unser Traum wurde unsere Schande. Nein. Ahari. Ich musste mich auf euch konzentrieren. Die Kinder. Euch beschützen. Jetzt weiß ich, dass ihr vor uns Schutz brauchtet. Wir wollten die Schule. Das Programm. Also stahlen wir euch. Euer Clan war im Weg. Also töteten wir sie. Selbst dieser Tod wird mich nicht von dem Verbrechen entlasten, das wir hier begingen. Die Na'vi werden uns nie vergeben. Nie. Hier, nimm das. Keine Sorge, Kleine. Ich beschütze dich. Begraben wir sie. Es. Begraben wir es. Ich nehme es. Sehen wir uns wieder, Sarentu. Dieser Sarentu, nicht vertrauenswürdig.
Er wollte Anufi sehen. Klingt verdächtig. Wie schön. Nun, was möchtest du denn? Ich frage mich, wieso sie... Nun, was möchtest du denn? Viel Glück beim Kämpfen. Wovon kann ich mich trennen? Sei wachsam. Beben? Das wird die Sacro sehr verstören. Ich befürchte, das hat was mit Mercers Daten zu tun, die von der großen Förderanlage stammen, die ich beim Bombardement verloren habe. Anka glaubt, dass sie die Ursache entdeckt hat. Kannst du dich mit ihr treffen? Sie antwortet nicht auf Funksprüche? Das ist ein Fluxgebiet voller Funkstörungen. Kein Grund zur Sorge. Sie ist ein Fliegerass, aber irgendwas stimmt nicht, verstehst du? Hier ist alles so seltsam. Nor und Halan sind weg und Cortez ist auch nicht mehr dieselbe seit... Du weißt schon. Sorge dich nicht. Ich werde Anka finden. Wir kommen zurück. Kann es losgehen? Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ja! Yeah.
Oh nein! Kann mich nicht konzentrieren. Was war das? Wieso kann ich mich nicht konzentrieren?
Sie hat nicht gelitten. Eine saubere Tötung, doch die Himmelsmenschen haben nichts genommen. Schwester, möge dein Körper in den Wald zurückkehren. Meine Schlinge hat versagt. Oder hat das Tier etwas bemerkt? Ich habe die Falle bei Tag gestellt, doch sie sind nachtaktiv. Ein Sarentu, hm? Grüß dich. Für mich ist Essen Sicherheit und Wärme. So hält die Welt mich am Leben. Hier, unsere Welt braucht dich. Ich höre Zweige brechen, aber es wird nicht beißen. Ich höre Zweige brechen, aber es wird nicht beißen. Nicht gelitten. Eine saubere Tötung, doch die Himmelsmenschen haben nichts genommen. Schwester, möge dein Körper in den Wald zurückkehren. Möge dein Geist mit Ewa laufen. Dank dir wird das Moos stärker werden. Ich sehe dich, Schwester. Das finden wir nun in unserem Wald. Unnatürlichen Tod. Sinnlos. Ich liebe Regen. Er bringt mich zum Singen und Jubeln.
Eine große Ölanlage. Versprüht Abwasser. Schön, dich zu sehen, Kathi. Hier ist noch ein pneumatischer Turm.